Okay, lass uns mal bei ApoRatis reinziehen. Mal gucken. Ich bin immer noch bereit, eine Chance zu geben der ganzen Sache und ja, ihm da die Chance zu geben, die Wahrheit zu sagen und mal mit offenen Karten zu spielen. Aber bis jetzt war da leider nicht viel zu holen. Von dem her schauen wir mal, was diesmal abgeht. Ja, moin Leute. Abos auf Talk, schaut mal da vorne mit einem weiteren Video. Wundert euch nicht, ein paar Sachen hier in der Mitte stehen. Da kommt ein Plan. Digga, was für Double Time. Ich muss gucken, ob ich so lasse. Wenn nicht, mach mal langsamer. Rüber, morgen kommt der Mann und sneakt erstmal die Wände um. Das ist aber heute nicht das Thema. Heute geht. Er steht ja wirklich in einer komplett leeren Wohnung, ne? Das ist doch das, was die Leute immer oder was alle ihm unterstellt haben. So, er steht ja wirklich in einer fucking leeren Wohnung. Was ist denn da los? Jetzt um den Insi-Modus, Freunde. Real to the Torch, okay? Weil beim letzten Real Torch-Video, Freunde, da. Was, Real Torch? Torch, der Rapper oder was? Blauer Samt? Haben wir den aufgebrachten Hasen aktiviert. Lag nicht daran, dass Apo AED übel getriggert war, etc. Das war, haben wir viele gecheckt, eine kleine Hommage an den damaligen Matt Matan-Statement. Keine Ahnung, vor 6-7 Jahren, wer das nicht kennt, vorhin ein paar kleine Einblicke dazu. Warum erwähnst du mich in jedem deiner Videos? Schreibst Romane unter meinen Videos? Apo, 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 das heißt erstes Red. Jetzt wird echt mal Real Talk gelabert. Ohne Scheiß, jetzt zeige ich mal, wie die Situation echt ist. So Leute, ich bin jetzt draußen, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße und geh jetzt trainieren. Wie gesagt. Ah, okay, okay, okay. Das Ende ist da wirklich, das sind wirklich Parallelen. Vielleicht, dann habe ich es vielleicht wirklich nicht gecheckt. Vielleicht war das alles ein bisschen überspitzt aufgrund einer Hommage so. Kein Plan, bin ich nicht so drin. Mag sein. Aber wie auch immer, ich hätte trotzdem gern ein paar nice Argumente jetzt. War komplett beabsichtigt. Oder ein paar nice Wahrheiten einfach mal, ne, vom Apo R.E.D. Ein bisschen auf lustig angelehnt, ne, und gar nicht der Mensch, der ausrastet, so, ne, vielleicht beim Zocken so ein bisschen, na, na, da ist was anderes, ne, aber so an sich ganz schwierig, okay, so bin ich eigentlich voll der übel ruhige Charakter. Deswegen heute Insi-Modus. Was ist da jetzt eigentlich los? Im Gardin-Statement bin ich ja nochmal in die Extreme gegangen, Freunde, habe auch extra so Sachen gesagt wie, ja, ey, ich muss dir gar keinen Range Rover zeigen und S-Klasse, bla, bla, aber ich wusste damit, Leute sagen, du lügst, du lügst, du lügst, ne, auch voll unberechtigt, dass man sowas sagt, dass die Leute auch wieder nicht neutral sein können, aber viele Aussagen wie, ja, und hier eine Neubau, Vierzimmerwohnung, das kann sich ja keiner leisten, das ist alles auch Joke gemeint, ne? Also wer denkt, dass das ernst gemeint ist, das ist maximaler Joke. Auch wenn es keiner irgendwie... Okay, also er rudert zumindest zurück. So, mal sehen. Ich hoffe, dass da jetzt wirklich ein bisschen was rumkommt. Negativ erwähnt hat, wollte ich aber trotzdem mal so einfach gesagt haben. Mit der Aussage, dass ApoRatis schlauer ist als 95% aller YouTuber, da muss ich sagen, da muss ich die Aussage revidieren. Ich würde sagen... er ist schlauer als 99% aller. Das wird jetzt kommen. Vorhersehbar, aber... Kann man bringen, kann man bringen. 99%, also das... Ah, Digga, hab ich's nicht gesagt, ich weiß doch, was hier kommt. Den kann man bringen, kann man machen, ist ein Schmunzler wert. Halten wir erstmal so fest. Ich hab euch damals, glaube 2016 oder 17 gesagt, ey Leute, ich hau einen Song raus zu meinem Wagen, Digga, der wird alles zerfetzt, ich hab den geilsten Wagen. Dann hau ich den Song raus, Baba-Wagen, Pusher mit irgendeinem Mietwagen, so einen richtigen Billo... Das ist zum Beispiel lustigerweise eine Sache, die kenne ich sogar. Ja, ich habe echt wenig, wenig Plan von Apo, aber Baba-Wagen kenne ich. Wagen in Anführungszeichen und habe damit richtig rumgeprotzt und rumgeprallt. Und da war das Lustige, dass die Leute das nicht mal gecheckt haben. Also voll viele dachten, ich habe das wirklich ernst gemeint. Ne? Eine Woche darauf aber habe ich den richtigen Song zu dem richtigen Baba-Wagen rausgehauen, und zwar Range Rover Mansory. Das heißt, diese leichte Trollader im großen Stile ist auch drin. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum ich bei dem Insi-Modus den kleinen Troller aktiviert habe, weil jetzt haue ich die reale Story zu dem Insi-Modus raus. Was ist eigentlich mit dem Insi-Modus? Was hat es da auf sich? Weil irgendwas steckt ja dahinter. Da ist ja irgendwas am Laufen. Die Story ist so billig und unspektakulär, aber egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also ich finde es ganz gut, dass er da jetzt so ein bisschen runterfährt. Bei dem letzten Video, ja gut, ich weiß, er kann jetzt natürlich auch sein, dass er gedacht hat, er kommt damit durch, auch wenn es schon sehr, sehr, sehr dumm war, was er da gequatscht hat. Aber gut, mag sein, vielleicht war es ein bisschen Trollen, ein bisschen Show, immer schwer einzuschätzen. So kann natürlich sein, dass er sich da einfach einen Spaß mitgemacht hat. Das ist ja auch das, was ich letztes Mal gesagt habe, ne? Wo ich meinte, ich glaube nicht, dass der so dumm ist. So. Ich glaube, der ist recht clever und weiß nur, wie er da ein bisschen provozieren kann, damit er halt wieder Thema ist. Von dem her habe ich das, glaube ich, schon ganz gut eingeschätzt. Muss auch sagen, dass mir der Holzfällerbart von Apo sehr gut gefällt. Ich mag das, wenn es ein bisschen schmutziger ist, ja, so ein bisschen dieser Holzfäller-Style gefällt mir weitaus besser als diese cleanen Striche und dieser cleane Move. Von dem her weiter den dreckigen Holzfällerhasen auspacken, bitte. Im letzten Jahr habe ich meine Bank gewechselt, okay, von der Sparkasse zur Postbank. Und dann war das so, dass ich die Lastschriften manuell umgesneakt habe. Er mit seinen Worten immer, Digga. Er hat sie umgesneakt. Er bringt aber auch immer wieder geile Sätze, muss man sagen, muss man ihm lassen. Ein, zwei vergessen. Eine davon war zum Beispiel irgendwelche Versicherungsbeiträge, okay? Und dann habe ich einen Stepper nach Türkei gemacht, nach Istanbul, okay? Jetzt wurden von der Versicherung logischerweise die Beträge nicht abgebucht monatlich über mein neues Konto. Die haben natürlich, als sie gemerkt haben, da kommt kein Geld mehr rein, Briefe geschickt an meine Adresse. Da ist aber das Lustige, dass ich da eine Umleitung gesneakt habe. Also Umleitung heißt, wenn ihr zum Beispiel weg seid oder sonst wo oder umgezogen seid, ne, dass dann eure Briefe dann quasi weitergeleitet werden, ne?
Das ist aber hier das Dumme, dass viele Briefe trotzdem an meine alte Adresse gekommen sind, obwohl ich halt diese Umleitung hatte. Okay? Das heißt, im alten Postfach, wo noch mein Name stand, der war dann voll. Ne? Redzahl das, Redzahl hier, Redzahl dort. Und monatlich dann immer ein neuer wahrscheinlich. Ich selber hat es auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und jetzt ist es so, dass die Versicherung dann Knacks bekommen hat, weil sie natürlich gemerkt haben, da kommt nichts mehr rein. Die haben sich dann beim Amtsgericht in Wandsbek in Hamburg gemeldet und haben gesagt, Digga, check mal ab, Digga, der Typ soll das mal payen. Und das Amtsgericht vor Ort dachte sich dann nach einer Weile, okay, dann leiten wir einfach mal ein vorläufiges Insolvenzverfahren. Das heißt, die Grammar an. Okay, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, es klingt für mich irgendwie unrealistisch, dass wenn du Schulden hast, so, ja, man einfach mal einen Insolvenzantrag stellt oder irgendwie, wie er das genannt hat, keine Ahnung, ob das so möglich ist, wäre interessant, das nochmal von jemandem zu hören, der da Plan von hat, aber klingt für mich irgendwie, ich weiß nicht, Digga, merkwürdig, so, also du hast Schulden und dann denken sich die Leute, okay, da zahlt er irgendwas nicht, machen wir jetzt einfach mal Insolvenz, so, also ich meine, ich hatte selber schon Schulden, so, ihr kennt meine finanzielle Situation, vor allem aus früheren Tagen so, dass ich da Erfahrungen hatte mit Gerichtsvollzieher und Pfändung und der ganze Scheiß, der dazu gehört so. Und gut, da war ich nicht selbstständig eingetragen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann einfach mal einen Insolvenzantrag quasi oder eine Untersuchung, keine Ahnung, es kann sein, ich kenne mich da nicht so aus, aber klingt für mich erstmal irgendwie unrealistisch. Das ist absoluter Blödsinn, ist nicht möglich. Okay, wie gesagt, ich sag nur meine Meinung so, für mich klingt's komisch so. Ich habe da jetzt nichts zur Hand, womit ich das widerlegen könnte, aber es klingt irgendwie unglaubwürdig. Wenn man das nicht selbst macht, dann kann man auch sein ganzes Leben mit Schulden leben, ohne Ende, ohne dass sowas eingeleitet wird. Ja, also kein Plan. Klingt für mich aber auch, wie schon am Anfang gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, komisch. So. Und dieser Anwalt soll dann mich catchen und dann quasi überprüfen, was ist da los? Da soll das mal payen. Das ist die ganze Situation. Das ist quasi der reale Insi-Modus. Ich weiß, das ist eine billige und unspektakuläre Story. Und ich dachte mir, Digga, bevor ich diese Billo-Story heraushaue, wo noch bestimmt viele sagen, der lügt und er schnackt doch und bla bla. Wie, also warte mal. Er hat ein Unternehmen, so. Er hat irgendwelche Versicherungsbeiträge nicht bezahlt. Und dann hat sich irgendein Dude gedacht, da in der Staatsanwaltschaft oder beim Finanzamt, kein Plan, Digga. Ja, also irgendwas ist da vielleicht nicht richtig. Und dann ist sein Name schon direkt in dieser Insolventenliste mit drin, oder was? Kein Plan, Mann. Oh, fuck, Digga. Ich würde schon gerne wissen, inwiefern das stimmen könnte. Für mich, weiß nicht, klingt das jetzt so als Unwissender erstmal nach Quatsch, aber ich will da jetzt auch mich nicht festlegen, weil ich eben einfach keinen Plan davon habe. Ja, dann hau ich ein bisschen was Kontroverseres raus, ne? Aber ne, trotzdem noch sehr pauschal, ne? So, dass man noch... Ja, Mann, Säumecke, wo bist du? ...Spielraum hat, so, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt genau das und das. Und am Ende des Tages, so entstand die Story des Insi-Modus, ne? Mit dem Fuchs-Statement. Das heißt, rein praktisch gesehen, habe ich jetzt zu diesen komischen Vorwürfen jetzt seitens Mimi auch gar keine Stellung genommen. Ich habe es auch schon 2020 oder 2021 gesagt, dass ich zudem auch keine Stellung mehr beziehe. Und das hat auch einfach den Grund, weil ich der Meinung bin, dass er einfach zu viel interpretiert, Scheiße labert, ob bewusst oder unbewusst, das muss er selber sagen, I don't know. Aber guck mal, zum Beispiel eine Sache ist, und das finde ich auch mega frech und mega uncool, da kann mir jeder sagen, was er will, auch jeder darauf reagiert, ne? Eine Sache zum Beispiel, er behauptet einfach ganz radikal frech, dass ich jetzt irgendwie Autos im Wert von mehreren 100.000 Euro verkaufen musste, um mich irgendwie über Wasser zu halten, so mäßig nach dem Motto, dass ich hier noch meine Apo Eddie Burgess essen kann, dafür muss ich hier übelst teure Autos verkaufen. Und da frage ich mich, Real Talk, von wo zieht er sich diese Thesen? Zieht er sie sich aus dem Arsch, so holt er sich da raus, sondern dann haut er sie einfach hin. Und das Geile ist, er stellt sie einfach als Fakt dahin. Er sagt nicht, ich glaube oder es könnte sein, sondern er stellt es wirklich als Fakt dahin. Hat natürlich auch da keine richtigen Beweise oder sonst was. Und das ist halt so eine Sache, das wird immer regelmäßig gemacht. Und da kann man sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, aber es ist schlimm. Es ist halt einfach radikal eklig, wenn er kommt und sagt, guck mal, Red sagt, er ist rich, aber muss ja jetzt seine Autos verkaufen, damit er Wasser und Brot kaufen. Naja, es ist halt die logische Konsequenz, oder? Also wenn man davon ausgeht, du hast kein Geld mehr, weil du insolvent bist, so, dann geht man davon aus, du musst deine Wertsachen und so weiter loswerden, zu Geld machen, um zu überleben, oder sie werden gepfändet oder was auch immer, weil du halt in einer Privatinsolvenz bist. Ich meine, wenn er damit falsch liegt, kannst du das ja auch einfach sagen, oder? Also er kann ja auch einfach, hätte ja auch einfach von Anfang an ein Video machen können, indem er sagt, ey, hier ein Statement, so, also er hat sich doch mit diesen ganzen Statements komplett selbst geschadet, so. Und das Problem ist, ich weiß mittlerweile, das ist halt das Problem, er hat sich in eine Position gebracht und das war nicht mal Mimi, das war eigentlich er selbst. Er hat sich in eine Position gebracht, in der man ihm halt nicht mehr glauben kann. Und das ist halt ein großes Problem, so, weil im Endeffekt, du kannst mir jetzt erzählen, was du möchtest und selbst wenn die Sachen stimmen, würde ich sie dir wahrscheinlich nicht glauben. Und die Sache ist halt, das hast du dir selbst zu verantworten, weil wenn du immer wieder irgendeinen Scheiß laberst, dann bringt es auch nichts, wenn du im nächsten Video dann sagst, ja, da habe ich ein bisschen überspitzt. Ja, jetzt hier mal auf Ernst. Man glaubt dir halt einfach nicht mehr. Du bist halt einfach ein absolut unglaubwürdiger Charakter. So. Das ist doof so für dich, weil du kommst da schwer wieder raus. So. Aber in der aktuellen Situation,
ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Chad, aber also eigentlich, er könnte mir jetzt erzählen, was er möchte und für mich wäre es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, ihm das abzunehmen. Hate to be that guy, aber ich habe auch Jura studiert und Christian Solmecke ist ein Jurist durch und durch. Der weiß ganz genau, was er wie sagt. Dass Apo den immer wieder angreift, ist so lächerlich. Und wie bereits geschrieben, gibt es eine extern eingeleitete Insolvenz nicht. Okay, also er muss es selbst eingeleitet haben, oder was? Also ist es Scheiße, die er erzählt. Das ist, ey, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Und so. Das ist frech, und das ist auch unlogisch, das ist auch voll irrational. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Ein weiteres Beispiel, wenn wir schon beim Inso-Modus sind, okay? Und zwar stellt jetzt Mimi so da in seinem Video, oh, up red, er spielt euch hier was vor, er tut so, als wäre der übel Richie Boy und was auch immer, aber parallel, ihr seht doch, Inso-Modus, ne? Man muss auch sagen, wieder komplett falsch und einfach aus der Luft gegriffen. Weil guck mal, nehmen wir mal an, ich bin wirklich so ein übel Brokey-Mokey, wie das versucht worden ist darzustellen. Es kann doch einfach sein, dass irgendwie irgendein Typ, keine Ahnung, Gelder von mir veruntreut hat. Ne? Man wollte hier ein Geschäft machen, hat ein, keine Ahnung, ein Gewerbe dazu gegründet, bam, hat jemand dein Geld veruntreut. Kann ja sein, das ist sogar bei einem Insco passiert. Es kann auch sein, dass man vielleicht, keine Ahnung, einen super teuren Wertgegenstand holen wollte. Ja, natürlich kann das alles sein, aber dann sag's doch einfach so. Weißt du, wie ich meine? Also ich meine, ja, theoretisch ist alles möglich, aber dafür kannst du dich ja äußern. Dazu kannst du dich, dafür bist, sind diese Videos eigentlich gedacht gewesen, dachte ich. Keine Ahnung, ein Lamborghini SVJ Roadster oder so, und, keine Ahnung, das vielleicht teure verscherbeln wollte und dann wird man, keine Ahnung, übers Ohr gehauen da. Das heißt, wie gesagt, es ist sowieso klar, Mimi kann sowieso nicht neutral bleiben. Er geht wirklich bei einem Apo-RED oder sonst wem immer so vom übelst Negativsten aus. Nein, das tut nicht Mimi, das tun wir alle, Digga, weil du dir einfach schon so oft selbst widersprochen hast, so. Und das ist eigentlich traurig, weil ich finde es immer schade, wenn man immer wieder auf jemanden raufprügelt, aber das Problem ist halt, bei dir ist man an einem Punkt, man weiß halt einfach nicht mehr, was man glauben kann und was nicht. So, man hat, denkt halt, wenn man dein Gesicht sieht oder deine Videos, automatisch, okay, es kommen wieder Lügengeschichten und du machst es halt nicht besser. Oder du hast es nicht besser gemacht in den letzten Videos, ne? Also vom Schlimmsten und stellt es dann auch als Faktor. Und das ist einfach ein so unkorrektes Verhalten, wo ich mir denke, Digga, wie kann man eigentlich sowas tolerieren? Diese Masche bin ich auch von jemandem gewohnt. Natürlich kann das alles sein, aber dann zeigt doch zumindest Gardinen, Digga. Deswegen reagiere ich auch gar nicht mehr auf seine Videos. Ich muss aber sagen, bin dann wirklich auch wirklich persönlich enttäuscht dann von Unge, dass er dann darauf reagiert und das Ganze auch dann auch so bejaht und einfach zustimmt, so indirekt, direkt. Weil für mich ist Unge nicht jetzt so ein Charakter wie Kuchen, wo ich sage, Digga, scheiß auf ihn, so für mich, wie gesagt, grotesk, ne, charaktermäßig, sondern er ist halt... Aber was soll denn die Sache mit Kuchen, jetzt mal unabhängig davon, was man von Kuchen hält, aber war es bei Kuchen nicht so, dass Apo da rein ist, übelst gelogen hat, was im Nachhinein auch rauskam. Ich kann es nicht mehr wiedergeben, aber es waren auf jeden Fall Dinge, die irgendwie, ja, die im Nachhinein aufgeklärt wurden, dass er Kuchen da eiskalt angelogen hat und ihn quasi benutzt hat, um seine Lügen zu verbreiten. Und jetzt nimmt er Kuchen negativ in den Mund so. Das ist doch auch irgendwie ein Bitch-Move, oder? Anstatt man sich entschuldigt. Jemand, von dem ich wirklich immer was hielt. Man muss sagen, es gibt aber Top-Neuigkeiten. Und zwar haben sich ja Unge und ABK nochmal wieder vertragen. Finde ich auch eine Top-Sache. Ich war immer dafür, dass die Boys sich vertragen, weil ich halt einfach beide Boys mag. Ne? Klare Geschichte. Und fand es aber wirklich schade, ne? Dass ich dann so ein bisschen als Fitnessstifter dargestellt worden bin, jetzt seitens Unge. Ich habe noch klargestellt, Digga, ich habe nie irgendwie Fitness gestiftet. Ich gehörte sogar zu den wenigen, die immer gesagt haben, ey, ABK, ey, Harlin, bitte, vertrag dich mit ihm. Ne? Sprecht euch aus, das kann man doch klären, ne? Ich kann die Brücke sein, was auch immer. Und da fand ich halt auch die Reaktion von Unge, die habe ich auch privat gesehen, ne? Wo ich dann gesagt habe, dass ich da keine Fitner geschiftet habe, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, ne? Dass ich ihn sogar auch privat geschrieben hatte und das klären wollte, hat dann Unge voll unerwartet, ne? Also wirklich mega unerwartet und auf einer übel arroganten Art und Weise quasi mir respondet, also mir geantwortet. Und hat dann so mäßig nach dem Motto gesagt, wo ich gesagt habe, dass ich ihn geschrieben habe privat. Und das über sieben Brücken musst du gehen. Die auch connected sind, so hat er dann gesagt, so mäßig nach dem Motto, so auf den, hey, wer bist du? So, ich brauch doch, juck mich doch nicht, wenn du mir schreibst und so. Und das ist schon krass. Also ich habe immer gedacht, ich wäre immer der arroganteste Charakter, aber an dem Tag hat er mich wirklich getoppt. Und wie gesagt, das ist dann auch so eine Sache, die trifft dann auch so, wie gesagt, weil ich von Unge persönlich was halte. Und wenn dann so eine Aussage kommt, wie gesagt, der alte Unge, den ich kennengelernt hatte damals, ne, ich war bei ihm persönlich zu Hause, ich habe mit ihm auch stundenlang getalkt, wir sind auf einer zwischenmenschlichen Ebene, kann man sagen, was man will, YouTube hin oder her, verstehen wir uns. Und dann so eine Aussage, naja, wie gesagt, der Unge, den ich kenne, der hätte eigentlich gesagt, Red, sorry, ich habe die Nachricht nicht gesehen, dass ich dich als Fitnessstifter dargestellt habe, war einfach ein Missverständnis, sorry, komm nicht vor. Aber wie gesagt, ich denke, er war ein bisschen voreingetriggert, weil er, wie gesagt, dachte, ich habe irgendwie Fitness geschiftet. Ja, Digga, alle sind voreingenommen. Was versteht er denn daran nicht, Digga? Was peilt er denn nicht? Er kann doch nicht erwarten, dass die Leute bei jedem Video wieder neu mit der Sichtweise rangehen. Ach, der Apo. Ah, ja, ja, da irgendwas habe ich mal über den gesehen. Aber irrelevant, wir gucken mal, ah, das erzählt er uns jetzt, ah, und dann kommt raus, da ist eine Lüge, da ist eine Lüge, da ist eine Lüge, nächstes Video, ah, der Apo, ja, ja, irgendwas war doch da mal, aber keine Ahnung mehr, gehen wir mal ganz neutral an die Sache, Digga,
das ist logisch, wenn dich jemand ganz oft anlügt oder wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und du hast nicht nur einmal gelogen, du hast so oft dir selbst widersprochen und Lügen erzählt. So. Da ist man halt irgendwann an einem Punkt so, alles, was du erzählst, ja, da ist man natürlich voreingenommen. Bin ich auch, gebe ich zu, aber geht doch nicht anders. Aber ist halt, wie gesagt, ein Missverständnis. Das war gar nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Hisham und ABK haben ja gestern auch mit Unge telefoniert, viele Sachen auch klargestellt. Ne? Die haben zum Beispiel ganz klar gesagt, ey Digga, was hier der Mimi macht, das ist einfach nicht in Ordnung. Der versucht hier irgendwie in die Privatsphäre einzudringen. Ne? Der versucht hier wirklich einen persönlich zu zerstören, ne? Wahrscheinlich auch wirtschaftlich etc. Das ist auch für mich eine Sache, da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen nach dem Motto, ja, Mimi macht das auch nur wegen der Gerechtigkeit oder um irgendwelche Leute aufzuklären nach einem guten Zweck. Das ist, wie auch Herr Monte gesagt hat, einfach nur noch eine persönliche Sache. Ne? Und ich denke, das ist auch einfach ganz klar. Da fand ich es auch schade von Unge, dass er sagt, ja, für mich ist das Ganze hier einfach Lachkick. Und ich bin ehrlich, Simon, da rede ich auch ganz offen mit dir. Du findest das Ganze vielleicht Lachkick, aber ich finde das gar nicht Lachkick. Wenn dann jemand kommt und irgendwelche Sachen über dich behauptet, die komplett schräg sind und Sachen komplett aus dem Kontext gerissen werden, das ist alles so negativ. Naja, also gut, hätte man das mit der Insolvenz jetzt rausholen müssen. Hätte man nicht tun müssen, aber ich glaube, es ging halt darum, dass das Apo immer auf Rich Boy macht. Ne? Und das steht halt ganz klar im Widerspruch zu diesem Insolvenzantrag. Die Sache ist natürlich, ja, vielleicht ist es eine persönliche Sache von Mimi, aber ich jetzt so als Zuschauer so von außen betrachtet, habe immer das Gefühl oder könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, dass wenn Apo einfach mal die Karten auf den Tisch legen würde, sagen würde, ja, okay, mit dem Gewinnspiel war scheiße, dies und das, dann wäre die Sache auch gegessen. Aber das Problem ist halt, Mimi macht ein Video, ja, in dem 7 neue Vorwürfe im Raum stehen und die Antwort ist halt wieder komplett zusammengeschustert, zusammengelogen und sich zusammen zurechtgelegt. Dann kommt Mimi halt und sagt, Digga, guck mal, was du hier für Scheiße gelabert hast. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6, Punkt 7. Da kommt irgendwann wieder eine Antwort von Apo. Dann macht Mimi daraus wieder ein Video. Da wieder Scheiße gelabert, da wieder Scheiße gelabert, da wieder Scheiße gelabert. Also es ist ja nicht wirklich so, als würde Mimi dich immer wieder angreifen, sondern eigentlich ist es eher so, dass Mimi dich von Anfang an dir Sachen vorgeworfen hat und du hast bis heute einen Großteil davon nie aufgeklärt, sondern redest dich halt immer wieder raus und darauf macht Mimi halt einfach aufmerksam so. Ja, vielleicht will Mimi dich zerstören, mag sein, aber das ist unwichtig. So, solange er Punkte hat, nur wenn er Punkte hat, kann er dich angehen. So. Und da du diese Punkte nicht aufklärst, dich nicht anständig dazu äußerst, sondern wieder rumlügst, gibt es wieder neue Punkte. So, du bist selber verantwortlich für diesen ewigen Kampf, sage ich mal. Ne? Böse ja, ist und schwierig. Hat ja dargestellt, wie es möglich ist. Und da gibt es auch keine zwei, drei Meinungen. Es ist einfach ein Fakt. Ne? Da haben wir auch zum Beispiel ein gutes... Ja, das ist zum Beispiel auch das Problem an Apo. Habt ihr schon mal darauf geachtet, wie oft er sagt, es gibt keine zwei, drei Meinungen, das ist ein Fakt? Das hat er schon vor Jahren bei der Carina-Sache angefangen. Das ist genau das Gleiche wie diese ich schwöre und wenn ich schwöre, dann weiß man, ich sag die Wahrheit. Ja, weil ich würde nie schwören, wenn ich... Das ist halt einfach, Digga, das sind einfach so Floskeln, die du immer bringst, aber im Endeffekt steckt dahinter gar nichts. Es gibt zu allem zwei, drei Meinungen. So, zu jeder Scheiße gibt es zwei, drei Meinungen. Und auch hier gibt es 2, 3, 4, 5.000 Meinungen. Also versuch doch nicht schon wieder eine Sache so als gegeben hinzustellen, als wäre alles so, wie du es gerade verkaufen willst, weil anders kann es nicht sein. Das ist halt so dieser typische Apo-Move. Das Beispiel, was uns beide betrifft, ne, ich habe auch vergessen, jemandem einen Controller zu schicken. Ne? Ich habe mich auch dafür direkt auch entschuldigt, eine ganz klare Geschichte. Ne? Es wird auch immer behauptet, ApoRed sei ja uneinsichtig, der entschuldigt sich auch für gar nichts und das stimmt ja gar nicht. Ne? Wenn ich einen Fehler mache, ist kein Problem, ich entschuldige mich sofort. Ich habe mich auch entschuldigt, dass ich vergessen habe, den Kollegen einen Controller zu schicken. Ne? Der hatte dann seinen Namen auf Instagram gewechselt, habe dann später herausgefunden, wie er dann heißt, habe dann mit ihm geschrieben, habe gesagt, ey, es tut mir leid und so, ich schicke dir das rüber und so. Ne? Und im Nachhinein hieß es dann, ja, von dir will ich keinen Controller annehmen, weil dann muss ich ja meine Hände mit Salzsäure waschen. Ne? Also, gehen wir mal. Ja, okay, dieser eine Punkt mag sein, aber es steht doch auch noch dieses andere Gewinnspiel im Raum, wo seine Entschuldigung ja eher so war wie... Ja, also im Endeffekt, da gab es eine Person, dann habe ich gemerkt, die zieht mich ab, dann habe ich zu dem gesagt, schreib mal den anderen Gewinnern so und damit war die Sache erledigt. Ich finde, das ist keine Entschuldigung. Eine Entschuldigung wäre, sich vor die Kamera zu stellen, zu sagen, Leute, mit dem Gewinnspiel, wenn es so war, das nicht mal, man weiß ja, das ist ja das Problem, man weiß ja nicht mal, ob es so war. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, hätte das Video so nicht ausgereicht, wie du es rübergebracht hast. Das ist ja wieder das Problem. Selbst wenn das, wovon alle ausgehen, was gelogen ist, selbst wenn das wahr wäre, wäre das Video nicht ausreichend gewesen. So, versteht ihr? So, es ist so Brainfuck eigentlich. So, weil wenn es so wäre, wie du dargestellt hast, dann hätte ein ganz beschämendes Video kommen müssen, in dem du gesagt hast, ich habe es voll vercheckt, so, ich hätte mich bei allen melden müssen, ich habe es nicht getan, es tut mir mega leid, dass ich da das Vertrauen meiner Community, keine Ahnung, oder Vertrauen von Menschen kaputt gemacht habe, die mir da vertraut haben und so. Was auch immer. Einfach gerade sein, so, ne? Aber das, Digga, sorry, Alter.
davon aus, dass der Typ von mir dann so krass gebrainwashed ist, ne, dass er dann solche verrückten Aussagen dann tätigt, ist auch ziemlich eklig. Ne? Und da wurde mir jetzt nicht die Chance gegeben, ne, so, oh ey, Ehrenmann, Red hat sich entschuldigt, es stand gerade. Nein, da hieß es einfach Red, ekliger Typ, Scammer. Da wird man einfach komplett dargestellt, weil ich meine, jetzt als Beispiel, keine Ahnung, Simon, du hast ja auch vergessen, PC zu schicken, ist keine schlimme Sache, kann passieren, ist ein Missgeschick. Ne? Hast du safe nicht mit Absicht gemacht, ne? Aber das ist ja das Ding. Bei dir heißt es dann, ne, ist nicht mit Absicht, bei mir heißt es dann, wie gesagt, indirekt, direkt, dreckiger Typ, Scammer. Ja, aber es geht ja nicht nur um diesen einen Controller, es geht um so viele Gewinnspiele, die da irgendwie im Raum stehen, bei denen es irgendwie keine Auflösung gab. Und wenn jemand, jedem passiert mal was, darum geht's nicht. Jedem kann Fehler passieren. Ja, und jeder ist mal ein bisschen irgendwie verpeilt mal was oder so. Aber das ist nicht der Punkt, Digga. Der Punkt ist, bei den Dingen, die dir vorgeworfen werden, da gehst du nicht richtig drauf ein. Und wenn, dann ziehst du dir irgendwelche Geschichten aus dem Arsch, um die zu rechtfertigen. Und selbst in den Geschichten, selbst die Geschichten, die du dir aus dem Arsch ziehst, wovon ich zumindest ausgehe und ein großer Teil, selbst die rechtfertigst du scheiße. So. Also selbst wenn es so gewesen wäre und die hätten dich damals verarscht, dann wäre es deine fucking Aufgabe gewesen, deine alleine, deine Community darüber aufzuklären, die Gewinner darüber aufzuklären. Es macht einfach keinen Sinn. Ist halt aber so. Es wird einfach hier mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Die Jungs haben das auch im Telefonat gesagt, du hast es auch stillschweigend hingenommen. Da wird bei dem Upright gesagt, übelster Bösewicht, richtig dreckiger Spasti. Ne? Ist halt einfach so, dieses Bild, dieses Narrativ wird einfach in die Öffentlichkeit gesetzt. Und bei den anderen, na, jetzt als Beispiel Simon... Nein, da muss man wieder... Das ist kein Narrativ, das in die Öffentlichkeit gesetzt wird. Das ist ein Narrativ, oder es ist gar kein Narrativ, es ist das Bild, das du selbst von dir gemacht hast. So, das machst du doch selbst. Du machst doch diese Videos, Digga. So, du machst die Videos. Die Leute gucken sich das an und bilden schon ihre eigene Meinung. Es ist nicht so, als würde Mimi da kommen und dann hätte man eine andere Meinung. Es ist eher so wie, man sieht ein Video und Mimi fasst am Ende das zusammen, was die meisten Leute sich eh gedacht haben. Also das Video, was von Mimi kommen wird, wird meine Sichtweise nicht ändern. Es wird höchstens das ausweiten, was ich schon vorher oder wir uns hier alles schon vorher gedacht haben. Kann auch bei jedem anderen sein, es ist einfach ein Missgeschick und Ehrenmann, dass er sich entschuldigt hat. Und das ist halt einfach so. Es wird mir nicht mehr die Möglichkeit gegeben, mich zu entschuldigen. Und wenn ich es versuche, dann heißt es, ach, das machst du doch auch jetzt nur so auf Krampf, die Entschuldigung. Das ist auch nicht ernst gemeint. Und es ist schade. Es ist schade. Es ist kein Lachkick, wenn einfach in der Öffentlichkeit in den Nebensatz gedroppt wird, dass ich mich an irgendwelche Frauen angeblich irgendwie rangemacht haben soll oder, keine Ahnung, sexuell irgendwas gemacht haben soll. Es ist kein Lachkick, wenn irgendwelche krassen Sachen über mich verbreitet werden, die mich dann schädigen. Ja, natürlich ist es kein Lachkick. So, aber es war ja nicht in einem Nebensatz, ne? Es war ja ein riesengroßer Punkt. So. Du stellst jetzt so da, es wurde irgendwie nebenbei gekickt, aber es war ja ein großer Wirbel. So. Es wurde dir vorgeworfen von einer Dame, so, die mit langen Gesprächen und ein Auf und Ab und du hast da halt auch viel Scheiße wieder gemacht. Du hast wieder viel Scheiße gelabert. So. Also im Grunde, guck mal, am Anfang war es noch so, es war ja Aussage gegen Aussage. Sie hat das behauptet, du hast das behauptet. Das Problem ist nur, dass du bei deiner Behauptung dich irgendwie 10-mal selbst widersprochen hast, Sachen gesagt hast, die keinen Sinn machen, in denen im Nachhinein bewiesen wurde, dass diese Dinge so nicht stimmen können, wie du sie gesagt hast. Das ist ja das Problem. Das Problem ist nicht, ich glaube, wäre dieser Vorwurf nur im Raum gestanden und du hättest, keine Ahnung, dem einfach widersprochen und man hätte das dann per Gericht gelöst, wie auch immer, dann wäre das doch alles in Ordnung gewesen. Aber du hast halt in deinen ganzen Statements, in deinen ganzen Videos teilweise geschworen und dich so verkauft, als wärst du der Einzige, der die Wahrheit sagt und ihr könnt mir vertrauen, weil ich schwöre. Und dann wurde offengelegt, dass in 7 Punkten, sage ich jetzt einfach mal, irgendwelche Widersprüche zu finden waren, die so nicht gewesen sein können. Digga, was soll man dazu sagen? Selber schuld. Cancelt werde, ne? Es ist auch kein Lachkick, wenn dann meine Partner geschrieben wird. Ne? Also mir wurden auch Partner von mir geschrieben, damalige, muss auch sagen Ex-Partner, ne? Wo es dann heißt, wie könnt ihr mit einem zusammenarbeiten, der sich an irgendwelche Leute vergreift sexuell. Sachen, ne, die einfach bis dato so gar nicht glaubhaft gemacht worden sind, sonst wo, ne? Diese Partner wurden dann auch bombardiert mit solchen Nachrichten und die haben dann einfach die Partnerschaft getrennt. Also hier wurde wirklich dafür gesorgt, dass ich komplett geschädigt werde. Wirtschaftlich, öffentlich, im Ruf, etc. Und das ist alles kein Lachkick. Ich finde das Argument auch mega schwach zu sagen, ja Red, dann sag doch einfach gar nichts dazu. Ja, ist doch alles easy, finde ich auch mega weg. Da kommt jemand, erzählt dir übelsten Shit über dich, schadet dir mega finanziell und du sollst das Ganze einfach stillschweigend hinnehmen. Nein, du musst es nicht stillschweigend hinnehmen, aber es macht halt keinen Sinn, Scheiße zu reden. Und du hast offensichtlich Scheiße geredet. Ich meine, du kannst ja nochmal dir die ganzen Mimi-Videos reinziehen. Dann fällt dir vielleicht selbst auf, wie oft du Quatsch erzählt hast. Und das ist nun mal so, wenn du was erzählst, dann bleib bei der Wahrheit. So, wenn du da Scheiße erzählst, dann, ja, vielleicht, Digga, ich weiß nicht, ob das stimmt mit Carina. Ich weiß es, ich war nicht dabei.
So, ne? Ich weiß es bis heute nicht. Aber was ich weiß, ist, dass du offensichtlich Dinge falsch wiedergegeben hast. Vielleicht aus Versehen, wie auch immer. Aber du hast Dinge falsch wiedergegeben, dich dabei inszeniert als der größte Motherfucker, der hier nur mit Wahrheiten um sich schmeißt. Digga, du hast es dann auch selbst zu verantworten, Digga. Das ist auch absoluter Quatsch. Klar, im jetzigen Fall ist es auch wirklich das Beste, was man machen kann. Deswegen habe ich auch auf die letzten Dinger gar nicht responded, darauf reagiert oder sonst was. Weil das bei ihnen, wie gesagt, anders auch keinen Sinn macht. Ne? Dann wird versucht, dann einfach von aktuellen Videos von mir irgendwelche Aussagen wieder nochmal zu verdrehen und alles so negativ und böse darzustellen, wie es geht. Und da hat er jedoch gelogen und da ein Widerspruch dort und da ein Widerspruch hier. Und gucken, was ein bisschen. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Guck mal, er sagt jetzt, Mimi, der wird verwurschtelt meine Aussagen. Digga, du hast zwei Videos gemacht. Zwei Videos gemacht. Da brauchte man kein Mimi für, um zu checken, dass das einfach Scheiße ist, die du laberst. Warum? Wozu? Wozu dieses Futter? Du hast Mimi quasi Monsterzerstörung vor die Füße geworfen. So, wie dumm. Dieser Mensch, ne? Wie gesagt, ich bin ehrlich, ich finde es nicht gut, dass so einem Menschen eine Plattform geboten wird. Ne? Man sollte dann lieber sagen, ey, Mimi, 30.000 Videos gegen Leon, 100.000 Videos gegen Red, das hat doch niemals die Natur der Gerechtigkeit. Da hast du doch einfach eine persönliche Sache dahinter. Wie gesagt. Ja, natürlich ist da eine persönliche Sache dahinter. Und jetzt ist doch nicht schlimm. Wie es auch ein Monte gesagt hat, etc. Ich denke, es ist schon vielen aufgefallen. Die meisten würde ich sogar behaupten. Ja, Mimi sollte keine Plattform geboten werden. Aber ich finde auch dieses Argument irgendwie dumm. Das ist eine persönliche Sache. Ja, ist es bestimmt. Und jetzt ändert ja nichts, oder? Also wenn ich jetzt Beef mit, Schäfer, ich habe Beef mit jemandem, wir machen einen Diss-Track oder ich mache einen Diss-Track, dann schreiben die Leute drunter, ja, Gio, Digga, das ist gar nicht sportlich, das ist eine persönliche Sache. Ja und? Und jetzt? Also, hä? Wen juckt das jetzt? Das ist doch kein, hat doch keinen Mehrwert, ob es jetzt eine persönliche Sache ist oder nicht. Kann es doch sein. Ich bitte auch darum, ne, auch in Simon, du zum Beispiel oder auch andere Leute, keine Ahnung, in Trimix oder sonst wer, einfach dem keine Plattform zu geben. Ne? Und da habe ich auch keine Lust jetzt auf Krampf, jetzt irgendwelche Videos zu striken und sonst was. Ne? Da sage ich einfach, bitte lass das. Aber jetzt nochmal an alle da draußen, überlegt euch mal, welche Absicht stecken bei einem Mimi? Denkt ihr wirklich, bei ihm steckt die Absicht, irgendwie einen guten Mehrwert zu geben? Haben wir mal 10.000 Videos gegen Upper Red machen? Ich fühle mich auch, muss auch sagen, ich fühle mich auch teilweise geehrt, dass ich auch so wie ich so sein Main-Character bin überhaupt. Sein Main-Character. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, nervt es auch einfach. Ne? Jedes Mal Scheiße anhören, hier und dann das gemacht angeblich und so gemacht angeblich und guck mal hier und guck doch mal da und du bist auch so ein böser Mensch, ne? Ja, ich sag mal, ApoRed hat es natürlich jetzt schon schwer. Man muss natürlich schon sagen, er ist da natürlich mittlerweile an einem Punkt, an dem kann man kaum noch rauskommen, ne? Er müsste sich selbst in so vielen Sachen entlarven. Er hat sich selber so krass verlaufen. Also, wie soll er da jemals wieder rauskommen, Digga, aus diesem Labyrinth, in das er sich da begeben hat? Er ist quasi am Arsch. Und alles so böse und negativ verzerrt darstellen, wie es geht. Es ist einfach, wie gesagt, auf Dauer, könnt ihr euch vorstellen, ne, wenn ihr euch in meine Lage hineinversetzt, einfach übel nervig. Ne? Und gerade, wie gesagt, wenn ihr auch davon einen großen Schaden, auch wirtschaftlich von getragen habt, aber auch sonstig, es ist wirklich, es ist alles andere als Lachkick. Ich hoffe, meine Sicht ist für einige Hasen da draußen klar geworden, Freunde. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, okay? Abschließend zum Insi-Modus mal gucken, ne? Vielleicht aktiviert man mal wirklich den Insi-Modus, ne? Und danach ein Stepper in Malta ganz kurz, nochmal den Steuersatz 5% festmachen auf lecker Schmecker. Insi-Modus Germany, ja, mal gucken, ne? Halten wir nochmal offen. Ja, Freunde, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns die Tage wieder mit einem weiteren leckeren Video. Also ich finde, man hat schon gemerkt, dass er hat ein bisschen mehr von sich gezeigt, finde ich. Also man hat schon gesehen oder hat zum ersten Mal wirklich zugegeben oder sich eingestanden, dass diese Videos von Mimi ihm wehtun oder dass das schmerzt so. Fand ich schon ganz cool, so das zu sehen. Ja, andererseits ist halt, ich meine, guck mal, selbst wenn, sagen wir mal jetzt mal, Apo wäre so ein guter Freund von mir. Ich wüsste gar nicht, was ich ihm empfehlen würde. Was würdet ihr empfehlen? Ich wüsste gar nicht, was ich ihm empfehlen soll, weil er ist an einem Punkt, Digga, der hat sich so oft widersprochen und so oft Lügengeschichten erzählt. Ich wüsste gar nicht, was soll ich ihm als Tipp geben, Digga. So, wie kommt er da wieder raus? Das ist doch nahezu unmöglich, oder? Er ist doch quasi am Arsch. Er kommt nicht mehr gut raus. Er ist am Arsch. Er ist halt einfach am Arsch, ne? Kauft ihr ihm das da ab, was er da erzählt hat, oder haltet ihr das für aus dem Arsch gezogen? Ich finde es echt schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der anderen was Böses möchte per se. Ich würde mich freuen für ihn, wenn er da das irgendwie wieder für sich so klären kann, dass man ihm glauben kann, dass er da wieder auf einem stabilen Weg ist, wo man weiß so, ey, was er einem erzählt, das kann man ernst nehmen, aber kann ich halt einfach nicht. Was soll ich sagen?